Die langen 1,5 Jahre hat der Juri Leschenke aus dem Dorf Luka des Poltawa-Gebietes seine sehr schwere Form der psoriatischen Arthritis mit dem Siva-Schlamm behandelt. Und das mit einem sehr großen Erfolg. Wladimir Wigowski besuchte ihn zu Hause und präsentiert in diesem Video die ganze Geschichte. Wir hatten einen sehr interessanten Fall. Auch wenn ich so stark an den Heilschlamm und die Behandlung damit glaube, aber das, was ich vor kurzem mit eigenen Augen sah, haute mich um. Kurze Vorgeschichte. Circa 1,5 Jahre zurück kam ein junger Mann mit der Mutter zu mir an die Heilquelle. Der Mann hatte schwere Form der psoriatischen Arthritis. Dazu noch hatte er Morbus Bechterew. Die Zerstörung der Gelenke begann bereits. Ehrlich gesagt, war es kaum zu erwarten, dass der Mensch geheilt würde. Sie waren bei mir 9 Tage lang. Ich erzählte ihnen, was man machen soll, wie der Schlamm mit Aloe angewendet wird. Sie haben den Schlamm mitgenommen und fuhren weg, um die Behandlung zu Hause fortzusetzen. Nächstes Jahr kamen sie nicht. Circa 1,5 Jahre hatten wir keinen Kontakt. Vor einem Monat rief er an und sagte: Wladimir Alexejewitsch, vielen Dank, ich habe positive Ergebnisse. Ich fragte: Jura, bist du das wirklich? Und er sagte: Ja, erinnern Sie sich, ich war mit der Mama bei Ihnen. Ja, was hast du erreicht? Er sagte: Ich verzichte auf die Spritzen, die Schuppenflechte ist weg, Gelenke werden besser. Das Einzige, was noch blieb, die verformten Nägel. Man sieht aber schon die neue gesunde Struktur. Ich nahm die Videokamera und fuhr zu dem Jura hin. Bitte hören Sie jetzt an, was Jura über diese Erkrankung erzählt. Wir sind in das Dorf Luka im Poltawa-Gebiet Lochwitzer Bezirk gekommen. Hier wurde zum ersten Mal nach meiner Behandlungsmethode die Erkrankung psoriatische Arthritis erfolgreich gelindert. Jetzt kommt dieser Mensch, um uns zu treffen. Dann erzählt er ausführlich, wie er die Behandlung gemacht hat. Sie sehen dann alles mit den eigenen Augen. Guten Tag, Alexejewitsch. Hallo. Ich bin leider mit dem Stock. Mach nichts. Guten Tag, Clara. Hallo. So, fährt mir hinterher. Meine Diagnose lautet psoriatische Arthritis. Das wurde 2002 festgestellt. Alles begann mit der Erkrankung der Gelenke. Die Sprung-, Knie-, Hüftgelenke schmerzten zuerst und waren auch geschwollen. Die Mediziner verschrieben mir Hormone und Schmerzmittel, weil ich ohne die Medikamente nicht mehr auskam. Seit 2002 nehme ich Hormone und Schmerzmittel ein. Nach und nach, parallel zu den Gelenkschmerzen, kam auch der Hautausschlag. Wie man es mir nach der Untersuchung in Poltawa sagte, Psoriasis. Alles hat mit einem kleinen, von der Kruste bedeckten Fleck am Bein begonnen. Weil es mich nicht störte und nicht schmerzte, habe ich es zuerst nicht berücksichtigt. Nach und nach, mit den Jahren, ist dieser Fleck größer geworden und hat sich auf dem Bein ausgebreitet. Es ähnelte den Schürfwunden mit der trockenen Kruste. Aber das hat mich nicht gestört und ich lebte damit weiter. Die Hüftgelenke, Knie- und Sprunggelenke haben wehgetan. Also, im Zeitraum von 2002 bis ca. 2010 hat sich die Schuppenflechte nur langsam vergrößert. Es war aber wenig und störte mich nicht, nur die Gelenke. Im Jahr 2013, sogar bereits in 2012, hat die Psoriasis angefangen, sich stark zu verbreiten. Und es brannte sehr an der Haut. Das war ein Schock für mich. Im Winter haben die kleinen roten Punkte die Schienbeine bedeckt und sind danach zu den großen Flecken geworden, die bis zu den Knien reichten.
Ich bekam einen Kurs der Hormonspritzen Betaspan und es hat geholfen. Im Winter bekam ich die Spritzen und die Schuppenflechte war verschwunden. Zum Sommer kam der Ausschlag wieder, brannte und juckte aber nicht. Es kam die Ruhe. Und dann, zum Winter 2013, kam eine extreme Verschlechterung bei den Gelenken. Kyphose des Hüftgelenkes. Also die Zerstörung des Hüftgelenks. Und das Bein ist um 3 cm kürzer geworden. Gleichzeitig verschlimmerte sich auch die Schuppenflechte und hat sich über die Knie nach oben verbreitet. Man schickte mich für die Behandlung nach Poltava. Ich bekam die Bluttransfusion oder Blutreinigung, Plasmapherese. Das Brennen und Juckreiz verschwanden für eine Zeit, aber die Flecken blieben. Ich fuhr nach Hause. Man hat mir noch zusätzlich Methotrexat verschrieben, aber ich hörte auf, diesen einzunehmen. Man verschrieb mir noch indische Tabletten auf Basis von Methotrexat und sagte, nach circa 3 Monaten soll es positiv auf die Gelenke und Schuppenflechte auswirken. Ich nahm diese 3 Monate lang ein. Der Sommer näherte sich bereits. Aber es ging mir immer schlechter und schlechter. Die Schuppenflechte verbreitete sich stark auf die Leistengegend, Ellenbogen und Schulter mit gleichzeitig starkem Juckreiz und Brennen. Es wurde so schlimm, dass ich nicht mehr leben wollte. Ich wollte aus dem Körper rausspringen. Es ging aber nicht. Die Mama machte mir die kalten Kefiraufschläge auf die Beine. Sie brachte diese aus dem Tiefkühlschrank, weil das Brennen nicht zu ertragen war. Damit schlief ich dann ein. Ich habe im Internet nach Hilfe bei der Behandlung der Psoriasis gesucht. Ich wollte, wenn nicht die Heilung, dann zumindest eine Erleichterung bekommen und fand diverse Kräuter. Ich trank sogar Aiste Dorgova. Habe im Internet gelesen, dass es mal geholfen hat. Ich trank diese fürchterlich stinkende Substanz. Wer trank es, der weiß das. Ich hab's getrunken, hatte aber keinen Erfolg. Suchend weiter nach einem Ausweg, stoß ich auf die Behandlung der Schuppenflechte mit Schlamm am See Sivash in Cherson-Gebiet. Ich sah mir die Videos mit den Berichten an, von einem Jungen, von einem Mann, von den Psoriatikern, und ich verspürte etwas, als hätte es in mir Klick gemacht. Das musste es sein. Ich musste mich daran wie an den letzten Strohhalm klammern. Ich ging zu Mama und sagte, wir müssen hinfahren. Aber wir hatten kein Geld und ich war nicht transportabel, um mit dem Zug zu fahren. Da ich ein Auto habe, entschied ich mich, mit dem Auto zu fahren. Fürs Benzin braucht man aber auch Geld. Ich danke dem Bruder, er hat das Geld geschickt. Und dann sind wir hingefahren. Bei der Ankunft hat uns der Wladimir Alexejewitsch empfangen. Er hat meine schwierige Lage erkannt und kam uns entgegen. Vielen Dank ihm dafür. Er fing an zu erklären. Aber jeder, der in so einer Situation wie meine mal war, weiß, wie schwach der Glaube ist, weil man schon alles Mögliche ausprobierte und es half nicht. Man klopfte an verschiedenen Türen und kein Erfolg. Und auch bei diesen schnell wirkenden Präparaten wie Humira, die Psoriatiker kennen sie, sie kosten 22.000 für eine Spritze. Davon wird 3 Stück zu Beginn und dann innerhalb eines Jahres noch 2 benötigt. Man kriegt doch nicht so viel Geld zusammen. Und dann liest man noch in den Berichten, einem hilft das, dem anderen aber nicht. Ich weiß nicht, für wen sie gedacht sind. Vielleicht für Reiche, aber wir haben so viel Geld nicht. Deswegen machten wir das, was wir konnten.
Als wir an dem See ankamen, waren meine Wunden groß und offen. Besser gesagt waren das Platzwunden. Wladimir Alexejewitsch warnte, dass es nicht leicht sein würde. Aber ich muss durchhalten. Er erlebte das bereits. Und ich dachte damals, es ist leicht zu sagen, wenn man selbst nicht in der Haut steckt. Und alles selbst durchzumachen ist was anderes. Aber er erklärte mir und beteuerte, er hat alles selbst durchgemacht und ich soll auch durchhalten. Also begann ich mit den Behandlungen. Ich tauchte in die Sohle, hielt aber maximal 10 bis 15 Minuten aus. Schmerzen und Stress für den Körper waren zu groß. Es war eine harte Behandlung. Ich ging für maximal 15 Minuten ins Wasser. Und als ich rauskam, brannte alles in der Leistengegend und in den Kniekehlen. Mama goss mir das kalte Wasser über, um das Salzwasser von den Wunden wegzuspülen und das Brennen zu reduzieren. Nach dem Abspülen schmierte ich mich mit dem Schlamm ein. Ein zusätzlicher Stress. Der Schlamm brannte, aber auch gleichzeitig beruhigte. In der Form verlief die Behandlung. So ungefähr hat es auch bei mir ausgesehen. Die Wunden waren offen. Seht euch das an. Wladimir Alexejewitsch sagte mir, rechne mit 1,5 bis 2 Jahren. Aber Sie wissen es selbst, man möchte alles schneller bekommen und zumindest irgendein Ergebnis sehen. Das einzige Ergebnis, was ich hatte, war der Schmerz. Der eigene Schmerz und dann noch das Salz zusätzlich. Es war sehr schwer. Wir wollten 2 Wochen bleiben, ich hielt aber nur 10 Tage aus. Denn solchen, wie ich, schwer Erkrankten, würde ich nicht empfehlen, gleich hinzufahren. Aus der heutigen Sicht würde ich zuerst einen Sack mit Schlamm bestellen, wie ich damals einen Sack mitnahm und die Behandlungen einfach zu Hause durchführte. 1,5 Jahre lang. Ich merkte die erste Verbesserung erst nach 1 Jahr. Die Psoriasis in den Kniekehlen begann zu verschwinden. Die Beine waren noch komplett bedeckt und die Leistengegend. Als ich den Schlamm auftrug, brannte alles. Aber ich wartete ab, quälte mich durch und tauchte dann wieder ins Wasser, um den Schlamm abzuwaschen. Nur in 1 Jahr begannen die Wunden in der Leistengegend abzuheilen und in den Kniekehlen. Erst dann bekam ich die Hoffnung, dass man dagegen kämpfen kann, wie der Wladimir Alexejewitsch sagte. Zumindest halten die am stärksten schmerzenden Stellen in den Kniekehlen und in der Leistengegend ab. Der Rest blieb noch da. Und ich entschied mich, weiterzumachen. Und heute, vor 2 Monaten, war alles verschwunden. Von 100% ist nur noch 1% der Schuppenflechte geblieben. Kleine, unbedeutende Flecken. Grob gesagt, kam alles in das Anfangsstadium zurück. Die Nägel. Die Psoriasis fraß meine Nägel ganz auf. An den Händen und an den Füßen. Ich zeige es euch noch, aber ich merke, dass die Struktur der Nägel zurückkommt. Ich dachte bereits, dass die Nägel nicht mehr zu retten sind. Ich setze die Behandlungen fort, höre damit nicht auf und die Struktur kommt zurück.
Meine Methode. Ich folgte keiner bestimmten Behandlungsanweisung. Ganz einfach. Ich badete in der Wanne, entfernte die Schuppen und nach einem Tag wurden die Beine schon wieder von den Schuppen bedeckt. Also, ich legte mich in die Badewanne und weichte die Haut auf, eine halbe Stunde lang. Dann rieb ich die abgestorbene Haut ab, wie der Wladimir Alexejewitsch sagte. Und erst dann schmierte ich auf die von Schuppen befreite Haut den Schlamm auf. Ich lag insgesamt in der Wanne 2 Stunden lang, schmierte mich ein, legte die Beine auf einen Hocker, Rücken ins Wasser, die eingeschmierten Arme auf die Ränder der Wanne. So lag ich eine halbe Stunde lang. Dann tauchte ich, so eingeschmiert wie ich war, für noch eine halbe Stunde ins Wasser. Also lag ich insgesamt 1,5 bis 2 Stunden in der Wanne. Das machte ich jeden zweiten Tag. Die Mama machte den Schlamm mit Aloe. Ja, der Wladimir Alexejewitsch sagte, als wir am Sivasch waren, dass es gut wäre, Aloe-Saft beizumischen. Aloe Vera. Er erzählte mir, wie man es macht. Die Blätter werden mit den Händen geöffnet und in den Schlamm gesteckt. Der Schlamm löst das Fleisch der Pflanze auf. Die harten Reste werden entsorgt und der Schlamm durchgemischt. Dann betete ich noch über dem Schlamm und bat den Gott um Hilfe für meinen Sohn. Ich bin sehr froh und ehre den Gott und bin auch dem Wladimir Alexejewitsch dankbar, dass wir ihn trafen und diese Erkrankung besiegten. Gott sei Dank und danke dem Wladimir Alexejewitsch. Er weiß, wie schmerzhaft das ist. Eine Sache, wenn man selbst krank ist, und doppelt so schlimm, wenn das eigene Kind leidet und sich durchquält. Ich will noch sagen, dass ich während der Psoriasis-Behandlung die Medikamente weiter einnahm. Der Wladimir Alexejewitsch sagte, höre vorerst damit nicht auf. Später, wenn die Zeit reif ist, merkst du selbst, dass du diese nicht mehr brauchst. Ich habe geträumt, komplett auf die Medikamente verzichten zu können, seitdem ich krank wurde. Das sind schon 10 oder 15 Jahre. Gerade vor 2 Monaten setzte ich die Hormontabletten komplett ab. Nur das Schmerzmittel für Gelenke, Diclofenac, nahm ich weiter ein. Die maximal erlaubte Dosis war 100 Milligramm. So nahm ich diese auch, morgens 50 und abends 50. Nach der Absetzung der Hormontabletten probierte ich aus, nur eine Tablette Diclofenac zu nehmen und merkte, dass die Schmerzen fehlen. Ich behandelte mich weiter mit dem Schlamm und schmierte alle Gelenke ein. Schultergelenke, Ellenbogen, Finger- und Handgelenke. Ich merkte, dass ich ohne die Tabletten auskommen kann. Ich bin jetzt 2 Monate ohne Hormontabletten und 1 Monat ohne Schmerzmittel. Ich konnte selbst nicht daran glauben. Und 1 Monat lang sagte ich sogar meiner Mama nicht, dass ich keine Tabletten einnehme. Ich glaubte bis dahin selbst nicht. Ich sagte auch 1 Monat lang nicht, dass die Psoriasis komplett verschwand. Auch meinen Bruder rief ich erst nach 1 Monat an und sagte ihm das. Jetzt möchte ich Ihnen die Ergebnisse der Behandlung zeigen. Das sind die Ergebnisse meiner Behandlung. Arme waren von der Psoriasis bedeckt. Ellenbogen, Schulter, wie Sie sehen, ist jetzt alles frei. Nur die Nägel sind noch so geblieben. Beine, wenn man es sieht, es sind nur kleine Flecken geblieben. Früher war alles von den Wunden bedeckt. Fußsohlen sind, wie Sie sehen, komplett sauber. Da waren auch Wunden. Auch hier, überall war Psoriasis. Nägel, wie Sie sehen, wurden von der Psoriasis gefressen.
Ich hoffe, auch hier die neue Struktur zu bekommen. Alles, was geblieben ist, ist das zerstörte Hüftgelenk. Das hier wurde auch von Schuppenflechte bedeckt. Die Leistengegend zeige ich Ihnen nicht, aber dort war auch überall Psoriasis. Das sind die Ergebnisse meiner Behandlung. Der Bauch, diese Körperteile waren von Psoriasis-Herden bedeckt. Ich will noch sagen, solche Schwerkranke wie wir können und müssen kämpfen. Und es gibt einen Ausweg. Ja, es gibt. Verliert die Hoffnung nicht. Sucht weiter und ihr findet ihn. Wer das Ganze gerade durchmacht und den Ausweg nicht sieht, wie es bei mir war, man sucht, findet aber nicht. Ich sage, der Ausweg existiert. Ich glaubte selbst nicht, dass es möglich ist. Besonders wenn die Erkrankung progressiert, die Schuppen mehr und mehr werden und man das Ende nicht sieht. Und dazu noch, wenn du damit bereits seit Jahren lebst. Jetzt, wenn ich auf die saubere Haut schaue und in der Badewanne liege, ich liege jetzt in der Wanne und erhole mich. Ich erhole mich und genieße es. Ja, ich genieße diese Minuten. Deswegen lasst euch nicht unterkriegen.